Matthias, ihr Quastenflossianer, herzlich willkommen zurück zu Ni No Kuni 2. Wir sind in Quastenfloss, wir sind in der Quest eine Audienz bei der Königin und wir stehen hier vor Atelier Schwerthai. Das ist nämlich dieser Shop, wo es auch diese guten Waffen zu kaufen gibt. Und da reden wir jetzt mal mit dem Typen, der wie Zoran aussieht. Hier! Ein Ring der Hingabe hätte Remy ganz gerne. Wow! What? Ein Ring? Ein Betriebsgeheimnis ist das. Hast du nur einen oder nicht? Lass mich raten, ich muss erst eine Quest für dich machen. Ja, was habe ich gesagt? Du bist eine richtig schlaue Frau. Ja! In dir steckt ja ein richtiger Gauner. Okay. Also wieder mal so ein paar Fetch-Quests. Drei Personen müssen wir beliefern. Die Lieferung für Fritz, für Barschos und für Aquarinos. Bush, get in! Schon wieder Laufburschendienst, du sagst es, Mann. Du sprichst mir echt aus der Seele. Also los geht's. Ein Ring sie zu binden. Ah, schön. Jawohl, mach mal. Und dann wollen wir mal los, ne? Dann wollen wir mal los. Also, der erste könnte hier unten schon sein, ganz genau. Das bist wahrscheinlich du. Oder? Nein. Hier, du. Hallo. Das ist der gute Fritz. Bitteschön. Viel Spaß damit. Ich wollte es gerade sagen. Oh. Es gibt zu viele Verbote, es gibt genau vier. Ich meine, die Verbote sind scheiße, aber trotzdem, viele sind es jetzt nicht. Ach, es wurde deswegen verboten, auf Häuserdächer oder auf hohe Gebäude zu klettern, weil sein Kumpel runtergefallen ist. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, ich habe jetzt also drei Pakete. Es gibt vier Gesetze in diesem Land. Eins davon ist, ne, du sollst niemandem Schaden zufügen. Und die anderen drei sind irgendwelche lächerlichen Gesetze. Ein lächerliches Gesetz geht jetzt auf ihn hier zurück, weil sein Kumpel vom Dach gefallen ist. Kann durchaus sein, dass die anderen beiden Pakete uns jetzt die anderen beiden Gesetze erklären. Schauen wir mal. Good day to you. Goodbye. Okay, zu dir will ich gar nicht. Ich will zu dir. Hallo. Hi. Aquarinos ist das. Er hat einen Mantel bestellt. Schon seit ein paar Jahrzehnten nicht aus dem Haus gekommen. Das ist ja wie ich. Okay, also kein anderes Gesetz wird erklärt. Hätte ja sein können. So, dann gehen wir noch zu dem letzten, dessen Namen ich natürlich nicht mehr im Kopf habe. Wo ist er? Na okay, ich hätte auch unten lang gehen können, aber jetzt ist auch egal, jetzt bin ich hierher. Also gehen wir jetzt hier lang. Ist jetzt ein kleiner Umweg, aber naja gut. Ich denke, das können wir verkraften.
Hallo. Hallo. Barschuss. Thank you very much. Eine Rücksendung, okay. Ein Schmuck für Pärchen, ja, das macht natürlich wenig Sinn, ne? Excuse me. Das Auge sieht alles. Dann wollen wir mal, wenn ich denn hier überhaupt hochkomme. Na doch, hier kann ich lang. Ja, denkst du, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, wobei du. Ach, hier ist Wasser. Okay, verstehe. Aber wahrscheinlich komme ich jetzt trotzdem hier nicht lang. Na, blöd, ey. Kacke. Nee, komme ich nicht hoch. Das ist ja doof. Dann war es ja doch der richtige Weg vorhin. Aber hier komme ich auch nicht hoch. Okay, verwirrende Stadt. Mal gespannt, wie das ausgeht hier mit diesem überwachenden Auge und so. Das klingt ja schon echt nach einer recht interessanten Story. So, hier, du dicker, fetter Mann. Ich habe deine Pakete abgeliefert. Dankeschön. Danke, Onkel. Nein, nein, ist klar. Die sehen zwar sowieso alles, aber du hast mir nichts gegeben. Passt schon. Oi! Excuse me! Na los, spuck's aus. Herr Regisseur, okay. Boosh! Get in! WTF. Und beide so, what? Oh mein Gott. Alright. Wedding scene, take one, and action! Look! Is he proposing? Tunny? Yes, Evan? Oh, just get on with it, will you? It's make-believe, remember? Yes. Yes, of course. I can bear it no longer. I care not a jot if love be forbidden. My feelings for you cannot be tamed. I must scream it
from the rooftops. That's it. Go on. Will you? Will you marry me? Was that the Rite of the Ring? A marriage proposal in broad daylight? Surely not. If Master Leander finds out, they will rot a year in jail. Oh, everybody's looking. Focus, Tanny! Time for your close-up! Well, Evan, you know what comes next. Spit it out. I love you. I love you ist übersetzt mit Lass uns gemeinsam glücklich werden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diese deutsche Übersetzung. Grottenschlecht. Einfach nur grottenschlecht. What was that, man? Project, boy, project! You are not in a cupboard, you are on the stage! Now pucker up, my boy. Time to go in for the kill. Oh, no you don't, lad. That's my daughter, Kershey. You there, you two. You are under arrest for the crime of public affection. About time. There's no use denying it. Her Majesty witnessed the entire sorry affair. Come with me. What? Oh, bang in! Well... Die Schwerverbrecher. Er sieht ein bisschen aus, wie Evan in 20 Jahren aussehen könnte, ne? Excuse me? Ohne die Katzenohren. Hm. Wir haben es geschafft. Hm? Forgive me. Okay, das ging fix. Well. Okay. Trifft sich die Majestät immer mit Schwerverbrechern? Yes. Na dann. Eine Audienz. Da ist sie. Hey, Königin. Alles klar. Alles fit im Schritt. Now. Jawohl, ja. Das wollen wir tun. If I may be so bold. Ich muss erst eine Quest für dich machen, richtig? Die Insel der Geister, eine verlorene Insel mit Resten alter Ruinen und da ist bestimmt ein großes Monster, natürlich. Die Königsräne, der Königsräne, das Königsräne, Königsmigräne, keine Ahnung, ein böses Monster. Alles klar.
Also Monster klatschen und dann wird der Vertrag unterschrieben. Das klingt relativ simpel. Wäre natürlich schön zu wissen, welches Level dieses Monster hat. Ob ich da vorher noch ein bisschen grinden muss, denn ich befürchte das fast. Yes. Der Typ ist nicht ganz koscher. Ich glaube, die Königin ist gar nicht mal so das Problem. Ich glaube, der Typ ist das Problem. Forgive me. Südöstlich von Quastenfloss. Kloppen wir dieses Rehnenvieh zu Brei, ganz genau. Da bin ich doch voll für zu haben. Hey there. Möchte ich das? Ja. Schwupp. Ja, alles klar. Das ging ja jetzt doch relativ zügig eigentlich. Ich meine, wenn es jetzt wirklich nur gerade Monster umhauen ist. Ich habe echt gedacht, da kommt jetzt irgendwie noch eine lange Questreihe, die ich machen muss. Aber das wäre eigentlich relativ simpel. Wie gesagt, wenn es denn vom Level her klar geht. Können wir da vielleicht gerade irgendwie hinreisen? Ich habe doch in Quastenfloss Schnellreisepunkte gehabt. Warum kann ich die denn jetzt hier nicht aufrufen? Ah, okay. Anlegeplatz wahrscheinlich, oder? Und dann müsste ich auch auf jeden Fall mal gucken, diese ganzen Quests für die Talente, dass ich die auf jeden Fall alle noch mache, damit ich mein Schloss so ein bisschen erweitert kriege. Was ich vielleicht gerade vorher noch mache. Ich gehe noch mal zu dem Typen oben, bei dem Schwerthai-Atelier, und werde mir noch ein paar Waffen kaufen. Der hatte ja relativ gute. Und da will ich auf jeden Fall Roland nochmal vernünftig ausstatten. Zum Beispiel mit der Meuchelklinge mit 92 Schaden. Das ist ja doch schon echt ordentlich. Statt dem hier bitte. Offizierslanze 89 kannst du haben für die Chromlanze. Der hier ist nicht unbedingt nötig. Sterntunika ist vielleicht auch nicht schlecht für Roland. Strandlatschen 53. Also Roland hat echt nur Dreck, ne? So, okay. I have a wide range of items. Dann wollen wir jetzt unbedingt auch noch was verkaufen. Und zwar hier den Sammelverkauf. Und zwar alles, was ich jetzt nicht irgendwie ausgerüstet habe. Das wird jetzt alles verscherbelt hier. Ich da echt kaum was für kriege, ne? Hm.
alles, was doppelt ist, auch weg damit. Ey. Ich meine, klar, ich habe mehrere Leute, die es dann halt benutzen könnten. Okkultring, Magieangriff bei niedrigen LP, dreifach verstärkt. Das ist natürlich auch nicht unbedingt schlecht. Ne? I have a wide range of items. Please come again. Machen wir. So, lass uns mal gerade noch gucken, was dieser Okkultring da jetzt macht. Den kann ja vielleicht die gute Shanti mal gerade anschmeißen. So. Okay, dann würde ich sagen, wir reisen jetzt noch schnell zur Insel der Geister und den eigentlichen Kampf gegen das übermächtige Monster gibt's dann erst im nächsten Teil, hoffe ich zumindest, es sei denn, und ich habe diese Befürchtung ja, wie gesagt, dass dieses Monster vom Level her einfach zu hoch ist für mich und dass ich vorher vielleicht noch ein bisschen grinden muss. Das müsste ich dann halt vorher noch machen, bevor wir dann diesen Kampf tatsächlich sehen. Alright. Aber ich denke, das Grinden kann ich auch ohne euch machen. Schauen wir mal. Jetzt reisen wir erstmal dahin. Und dann sehen wir weiter. Na, kriegst du mich? Kriegst du mich? Nein, krieg mich nicht. Ja, komm, dich nehmen wir gerade mit. Der ist tiefrot, ey. Also. Ah, ich glaube echt, das wird nichts levelmäßig. Ich glaube es nicht, ehrlich. Weil die Kämpfe hier schon klar gehen, also so ist es nicht. Es ist nicht so, als wären die hier unmöglich. Aber bei einem Bossgegner weiß ich nicht. Ich werde es auf jeden Fall erstmal versuchen. Na, jetzt fahre ich da vorbei, ich weiß es nicht. So, da sind wir auch schon. Das ging ja jetzt doch relativ zügig. Golly. Das ist die Insel der Geister. Tief im Innern soll die Königsräne hausen. Nee, wimmelt es nur so von Geistersoldaten. Ich rate, die Truppen vorzuschicken. Okay. Ach du Scheiße. Okay, das muss ich anscheinend jetzt wirklich erst noch machen. Ja, gut, nutzt ja nichts. Dann müssen wir das jetzt gerade noch machen hier. Die Seelen der Krieger, die im Kampf irgendwas. Now, ich wollte eigentlich gerne, aber ich habe da gerade wieder so einen Schnellreisepunkt gesehen, den wollte ich eigentlich gerne noch mitnehmen, aber na gut, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal kämpfen. Na gut, okay. Forward!
They'll be singing me name over this! Come at me, curse you! Don't let them get away! Form a square! Come at me! Cut all to lose! Charge! Na, was ist denn da für ein Riesenwurm? We can't afford to lose! We can't afford to lose! Schwertkämpfer sind ganz schön wenig geworden. Yeah! Where the hell where that came from? We can't afford to lose. Take no prisoners. Advance! Stay strong. Wow, aua. You've not seen the last of me. Komm mal halt platt. Scheiße, ich fall jedes Mal drauf. I'll never let my prey escape. Let us pounce on our prey. Stay strong. Okay. Na, kommt ihr mit? Follow my lead! Stay strong! Yeah! Ow! Get you can't afford to lose! This should work! Oh, wow. Nein, mein Einsatz wird nicht erschöpft. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Follow my lead. We can't afford to lose. Schwertkämpfer sind komplett weg. Boah, das wird aber noch ein richtig harter Kampf, ey. Okay. Don't let them get away. Let me show you what I can do. Das werde ich niemals schaffen. Im Leben nicht. Ja, ich meine, das ist jetzt alles, was ich noch habe hier. Das ist, das brauche ich nicht weiterspielen. Das brauche ich nicht weiterspielen. Was sind das denn hier für Dinger? Charge! Tja, also es gibt jetzt auch nicht irgendwie Kisten oder so, dass ich noch Einsatzmittel kriegen würde. Von daher hat sich das Thema jetzt erledigt hier für mich. Das ist doch scheiße. Tja. Ach Mann, das ist doch blöd.
Oh. Give it everything you've got! No! My hip! Tja. Keine Chance, es waren einfach zu viele. Es waren einfach zu viele. So, dann kann ich jetzt aber wenigstens hier diesen Punkt mitnehmen, den ich gerade schon mitnehmen wollte. Die Insel der Geister. So, Leute, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Teil müssen wir das wahrscheinlich nochmal probieren. Hoffen wir mal, dass es dann ein bisschen besser aussieht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.